Hey Leute und herzlich willkommen, ein ganz kurzes Vorwort. Da dieses Video relativ groß ist und über mehrere Tage aufgenommen worden ist, findet ihr unten in der Videobeschreibung ganz viele Timestamps, falls euch ein Teil dieses Videos nicht interessiert. Aber da ich euch kenne, werdet ihr bestimmt nichts überspringen. So, wer es noch nicht mitbekommen hat, dem erkläre ich es ganz kurz. Und zwar wurde ich eingeladen zur 7 Producer One Sample Challenge. Also insgesamt 7 deutschsprachige Producer bekommen dasselbe Sample. Und dieses diente als Startpunkt für einen neuen Track. Falls jetzt jemand denkt, hey, das kenne ich doch von Andrew Rohn. Ja, das ist dasselbe, nur mit 7 statt 4 Producern. Die 7 Producer, die teilgenommen haben, waren einmal FL Studio Tutorial Germany, FL Flow, Klusik, Astrowitch, Philip Classic und DJ ZD. Ich hoffe, ich habe sie alle richtig ausgesprochen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert und würde sagen, beginnen wir mit meinem Beitrag, den ich produziert habe für diese Sample Challenge. Legen wir los. So, hören wir erstmal in den Beat hinein. So, das hier war mein Beitrag und jetzt zeige ich euch, was ich genau mit dem Sample gemacht habe. Dazu gehen wir erstmal ein bisschen nach oben und hier habe ich noch das Original-Sample. Hören wir mal ganz kurz rein, weil ich nicht weiß, ob ich das ganz zeigen darf. Ja, klingt schon ein bisschen creepy. Das erste, was ich gemacht habe, ist das Sample schneller abspielen gelassen. Und dann kam man hier drauf. Okay, das macht die Sache nicht unbedingt viel besser. Dann habe ich es neu rausgerendert, das hier ist dieselbe Datei. Und dann habe ich das neu aufgenommene Sample noch 200 Cent nach unten gepitcht. Dann habe ich das Sample gesampelt, wie in meinem Boom Bap Tutorial. Also habe ich das Sample einfach in Fruity Slicer reingepackt. Ebenfalls 200 Cent nach unten gepitcht. Und dann habe ich es etwas neu arrangiert. Dann klingt es so ein bisschen wie Akkorde. Hör mal rein, ohne Effekte. Auf dieses Sample habe ich unglaublich viele Effekte draufgegeben. Die gehen wir einmal ganz kurz durch. Und zwar habe ich einmal den Frequencer Splitter genutzt und habe alle tiefen Frequenzen rausgecuttet. Dann habe ich einen Equalizer draufgepackt, für ein paar Störgeräusche zu entfernen. Einmal bei 1200 Hertz und einmal bei ungefähr 3500 Hertz. Ein Kompressor, um das Ganze etwas zusammenzukleben, etwas Reverb, einmal Wider, um den Ton weiter im Raum zu verteilen und einen Limiter, um ein paar Spitzen abzufangen. Außerdem habe ich das Sample noch etwas in den Stereo-Bereich gerückt und zwar mit dem Stereo-Separation-Regler hier unten, weil das doch sehr monolastig war. Und diese ganzen Effekte hören sich jetzt so an. Im In- und Outro meines Songs habe ich einmal das Sample 2 Sekunden normal spielen gelassen und dann leicht gesliced. Zudem gesellen sich 2 Crossbeat-Automationen und eine Filter-Automation. Was die genau machen, zeige ich euch jetzt. Zuallererst habe ich mit Crossbeat einen kleinen Plattenhänger simuliert. Das seht ihr hier unten an Track 11 an der Automation. Und hier Crossbeat Basic 1 Preset, das ist hier hinten so ein bisschen abgehakt. Im zweiten Teil meines Intros nutze ich ganz normale Slicer, die ihr eben schon gehört habt. Zudem gesellen sich eine Cut-Off-Filter-Automation mit dem Fruity Filter und ein Tape-Stop-Effekt, den ich mit Crossbeat gemacht habe. Hier unten bei Track 19 seht ihr noch einen kleinen Scratcher. Als nächstes habe ich mich um den Bass gekümmert. Hier nutze ich einen relativ simplen Groove. Und als Bass habe ich hier Omnisphere's Moogie Boogie genutzt. Das kennen vielleicht einige aus meinem Boom Bap Tutorial.
Und hier gesellt sich ein Equalizer dazu, dass der Bass untenrum schön knurrt. Dann habe ich mich um die Rhythmusgruppe gekümmert. Die ist relativ komplex. Und zwar einmal die normalen Drums. Das sind 7 verschiedene Instrumente, 2 Kicks, Snare Clap, The Closed, eine Open Hi-Hat und ein Crashbecken. Relativ viel und zusammen auf ein Drum Bass Channel geroutet und hier ein bisschen Clue Compression draufgegeben. Hör mal einfach mal hier rein. Als nächstes habe ich noch ein Pattern für einen Top Loop gemacht. Hier gesellen sich 4 verschiedene Percussion-Elemente hinzu, ebenfalls auf einen Trump-Bass-Channel gepackt. Da passiert relativ viel und hören wir einfach mal ganz normal hier rein. Und einen Shaker-Loop, den ich mit einem einzelnen Shaker gemacht habe und der klingt so bei mir. Und die erste Kombination aus Drums, dem Percussion Top Loop und dem Shaker ergibt einen relativ geilen Groove. Dann hatte ich schon mal ein paar Akkorde in Form von den Slicen, ein Bass und eine relativ geile Rhythmusgruppe. Was mir jetzt noch gefehlt hat, war eine Leadmelodie. Als Leadmelodie habe ich ein Saxophon-Solo auf Splice gefunden, habe das ebenfalls gesampelt und das klingt erstmal ohne Effekte so. Und hier gebe ich mal wieder jede Menge Effekte drauf. Einmal ein Kompressor für etwas mehr Dynamik. Ein Equalizer, hier cutte ich eigentlich nur ein paar Störfrequenzen bei 500 Hz. Und einen zweiten Equalizer, hier cutte ich etwas die Tiefen und booste etwas die Mitten und Mithöhen. Einmal das Plugin Wider, um den Ton weiter im Raum zu verteilen. Und einmal Valhalla Supermassive mit dem Reverb 2000er Preset. Und das Saxophon hört sich jetzt so an. Okay, es knackt hier und da noch ein bisschen, aber das geht nachher unter, das hört kein Mensch mehr. Zum Schluss habe ich mir meine Gitarre geschnappt und das hier eingespielt. Okay, und dann habe ich es einmal dupliziert und um 300 Cent erhöht. Jetzt denkt sich der ein oder andere, hey, was ist denn das für ein Käse? Aber erst in der Kombination von beiden Tönen gleichzeitig gibt das Sinn. Falls jemand denkt, hey, diesen Ton habe ich schon mal irgendwo irgendwie gehört, hört euch mal das GTA San Andreas Theme an, da gibt es eine ähnliche Version von diesem Ton. Auch hier klatsche ich jede Menge Effekte drauf. Einmal einen simplen High-Pass-Filter bei 75 Hz. Noch ein Equalizer, hier booste ich etwas die Mitten- und Mithöhen. Mal wieder Valhalla Supermassive. Und mal wieder das Plugin Wider. Das erste Sample penne ich etwas nach links und das zweite nach rechts für einen volleren Ton. Und dann hört sich das Ganze jetzt so bei mir an. So, dann wäre ich mal wieder. Nun hören wir uns die Beats der anderen Producer mal an und schauen, was die aus dem Sample gemacht haben. Übrigens, alle Links zu den Producern findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. Schaut auch gerne mal bei denen vorbei. Dann würde ich einfach behaupten, beginnen wir mit FL Studio Tutorial Germany. Let's go, hören wir rein. Okay. Was kommt jetzt? Das geht so in die Richtung Boom-Bap, ein bisschen moderner. Der Bass, der ist schon richtig geil, der vibriert so schön im Ohr. Also, da bekommt ihr eine richtig geile In-Ohr-Massage. Ja.
sagen, also das Sample, gehe ich mal von aus, das wurde gechoppt wie bei meinem Beat. Und ich glaube auch, der Beat verändert sich mit der Zeit immer so ein bisschen. Ich spule mal ein bisschen weiter nach hinten. Sau cool, noch mit Vocals drin, richtig, richtig geil gelungen und dieser Bass, ey, geil. So, der nächste Kandidat wäre FL Flow. Was uns auffällt, der Beat ist relativ kurz mit etwas über 39 Sekunden, das hat aber nichts zu heißen. Wir hören rein, let's go. Schön entspannt, hört sich so ein bisschen wie mein Wecker morgens an. Nice, das Sample wurde gegatet. Geil, kurz, knackig, geil. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Und diese Melodie, dieses Plackgeräusch hier bei ungefähr 32 Sekunden, das hat schon einen Ohrwurm-Charakter. Hört man nochmal rein. Richtig, richtig geil. Gute Arbeit. So, der nächste Kandidat wäre Astrovich und ich bin echt gespannt, was jetzt gleich kommt. Cool, Vocals. Und diese 808, die bounce geil. Und das ist das Sample. Ey, das ist ja richtig geil, ey. Das ist richtig bouncy, klingt so richtig nach Party und Sommer, Sonnenschein. Hör mal noch den Drop rein. Nein, das ist der Bilder. Richtig, richtig geil. Und diese 808, die bounced mega, mega, mega geil. So, der nächste Beat ist von DJ Zed. Die, und ich glaube, uns erwartet jetzt eine geile Trap-Nummer. Let's go. Hat er das Sample rückwärts abspielen gelassen? Klingt fast so. Moment. Reverse? Ja, der hat das Sample rückwärts abspielen gelassen. Sau coole Idee. Wieso bin ich nicht da drauf gekommen? Egal. Hören wir nochmal von vorne rein. Let's go. Hört sich ein bisschen Lo-Fi-mäßig an. Boah, geil. Eine geile Stimmung, ey. Hier gegatet. Sau cool. Richtig geiler Trap-Beat. Gut, der geht auch 3 Minuten, da hat er sich richtig, richtig viel Arbeit gemacht. Aber dieser Übergang hier finde ich geil. Hier dieses. Dieser leichte Tape-Stop-Effekt. Richtig geile Arbeit. Finde ich geil. Richtig, richtig gut. Hut ab. So, mal noch ein kurzes Zwischenfazit, bevor der nächste Beat startet. Ich bin durch die Bank positiv überrascht, was die Jungs alles für geile Beats produziert haben aus diesem Sample. Andere Genres, andere Vibes, richtig, richtig geil. Ich bin hellauf begeistert. Ich schaue mir auch die How-Tos an, wie sie die Beats produziert haben. Ich bin echt gespannt und da kann man bestimmt einiges Neues lernen. Aber jetzt hören wir uns den nächsten Künstler an und zwar Klusik. Let's go. Ich glaube auch hier wurde das Sampled reversed.
Ja. Geile Mitte. Hat einen echt geilen Vibe. Nice 808. Richtig geile Trap Nummer, die Drums sind richtig, richtig knackig. Und die 808 kommt richtig gut durch. Das klingt alles sehr stimmig und die Melodie ist auch nicht so aufdringlich. Das hören wir noch gerade den Break hier mal an. Feier ich übelst. Richtig cool. So, kommen wir zum letzten Producer und zwar zu Philip Classic und ich bin extrem gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Let's go. Daft Punk Vibes. Wow, sau cool. Das Sample perfekt in die Akkorde eingearbeitet. Mega Vibe, richtig geile Arbeit, auch wie er die Akkorde perfekt in das Sample reingepackt hat, das ist gar nicht so einfach gewesen. Und dieser Vibe, richtig geil, ich höre mal noch hier, gerade im Break mal noch kurz an. Saustarke Arbeit. Feier ich übelst. Richtig geil. So, und das waren alle Beiträge. Und ich muss sagen, alle Beats und Instrumentals sind richtig, richtig geil geworden. Und ich bin mega überrascht, was man aus diesem Sample noch hätte machen können. Ich schaue mir auf jeden Fall die Making-ofs von den anderen Producern an. Vielleicht lernt man das ein oder andere noch. Im nächsten Video schauen wir uns mal die Reactions der anderen Producer auf meinem Beat an. Ich bin extrem gespannt, was sie dazu meinen. So Leute, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Einschalten. Schaut auch mal gerne bei den anderen Producern vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.